Und los geht's. Ramon, wie hoch ist das Matterhorn? 4-4. Das war's. Wie heisst der Gemeindepräsident von Visp? Niklas Furger. Für welches Dessert ist die Mosalp besonders bekannt? Grimmschnitt, Ramon. Gegen wen hat der HC Siders im Playoff-Viertelfinal verloren? Weiß ich nicht, weiter. Was wählen die Walliser am Sonntag? Der Esther Weber-Kalmater. Wer ist das Wallis der Eidgenossenschaft beigetreten? Also umgekehrt, weiter. Wie sagt man der Sprachgrenze zwischen Unter- und Oberwallis? Rüstigraben. Wie heisst der neue Trainer vom FC Sito? Weiß ich auch nicht, weiter. Welche Nacht sind Leute um Hansrüedi besonders lang? Weiter. Unter welchem Namen ist der See Gravi besser bekannt? Weiter. Wie heisst der Oberwalliser, der jetzt gerade bei Deutschland sucht, ein Superstar ist daraus? Kilian Immingleriet. Wie heisst der Fischer-Verteidiger, der nach 13 Saison beim EAC Fisch zurücktreten? Ich habe Zeitungen nicht gelesen in letzter Zeit. Welches ist denn typische Gommerspezialität? Cholera. Ramon ist im Ziel angekommen. Und zwar mit wie viel Sekunden? Rückstand. Oder wie viel Mal ist er draus gekippt? Es ist nur schwierig zu sagen. Also ich würde schon sagen, so, also wenn sicher... Die beste Antwort hat man ja gefunden, Esther Weber kann. Genau. 1, 2, 3, 4, 5 sichere. Plus 3 so nicht gefädelt, halb vorbeigeschrammt. Bist du ready? Jawohl. Wie hoch ist das Matterhorn? Weiter. Wie heisst der Gemeindepräsident von Visp? Niklas Furger. Für welches Dessert ist die Mosalp besonders bekannt? Cremeschnitten. Gegen wen hat der HC Siders im Playoff-Viertelfinal verloren? Weiter. Was wählen die Walliser am Sonntag? Staatsrat. Wann ist die Wallis der Eidgenossenschaft beigetreten? 1815. Wie sagt man der Sprachgrenze zwischen Unter- und Oberwallis? Weiter. Wie heisst der neue Trainer vom FC Sito? Weiter. Welche Nachtzeit Leute um Hansrüedi besonders lange? Weiter. Unter welchem Namen ist der See Gravi besser bekannt? Weiter. Wie heisst der Oberwalliser, der jetzt gerade bei Deutschland sucht, einen Superstar ist rausgekippt? Kilian Immingleriet. Wie heisst der Fischer-Verteidiger, der nach 13 Saison bei mir hat? Weiter. Welche ist eine typische Gommerspezialität? Cholera. Wie heisst die höchste Staumauer von Europa? Weiter. Wie heisst die neue Serie von den Macher von Jutter? Jucker. Tragen die Jacket im letzten Teil die Triche ob oder unter den Fall und fertig. Eische Jani Zeischwe ist im Ziel angekommen. Bravo, gut gemacht. Gar nicht einmal so. Und dadurch haben wir das schlimmer vorgestellt bei dir. Ein Volker nachgezählt. Jawohl. 7-7. 7-7? Komm jetzt. Was passiert jetzt? Ja, jetzt bekommen wir beide zusammen den Pokal. Ja, siehst du. Herzliche Gratulation. Ja, das ist ja wunderbar. Ich gratuliere recht herzlich. Und der Janik Zeischer, mit Ruhm und Ehre entleben dich jetzt im Radiostudio. Wir sollen es ehrlich sagen. Und mit Ramon reden wir noch ein bisschen hier, gerade als nächstes.